Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem Ratgeber zum Rizinusöl. Ja, hier will ich dir ein paar Erfahrungsberichte von gerne mitteilen. Falls du noch am Überlegen bist, ist das was für meine Haarpflege? Oder sollte ich das vielleicht lieber sein lassen, vielleicht gar nicht erst probieren? Da gebe ich dir gerne ein paar Tipps mit auf den Weg, falls du dir mal Rizinusöl anschauen möchtest, unten in der Videobeschreibung. Erster Link, kannst du das auch direkt machen. Kurz noch ein kleiner Disclaimer zum Anfang dieses Videos. Hierbei geht es in der Tat nicht um einen fachmedizinischen Ratgeber, sondern einfach nur um meine Meinung und Erfahrungswerte zum Thema Rizinusöl für gesundes Haarwachstum. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich hilft, gerade was jetzt trockenes Haar anbetrifft. Wo du denkst, mein Haar, das fühlt sich jetzt gar nicht mehr so gesund an, sondern fast schon so ein bisschen kaputt, ja. Da habe ich tatsächlich gute Erfahrungen mitgemacht, dann Rizinusöl so ein bisschen davon einzumassieren. Ja, vor allem über ein paar Wochen bzw. Monate hinweg bin ich der Ansicht, dass ich mein Haarbild dadurch doch in der Tat noch verbessern konnte, ja. Aber ich kann hier wirklich keine Heilversprechen geben, dass das bei dir genauso sein wird, ja? Denn das sollte in meinen Augen wirklich jeder selber ausprobieren. In meinen Augen ist es jetzt nichts, um ja so komplett zerstörte Haare wieder hinzubekommen, ne? Das dürfte auch eigentlich klar sein. Aber wenn du so sagst, ja, meine Haare, die sind so leicht geschädigt, die sind so ein bisschen überlastet vielleicht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, kann Rizinusöl sicherlich ein paar, also sicher kann man nicht sagen, aber vielleicht ein paar vorteilhafte Wirkungen für deine Haare entfalten. Der sehr, sehr große Vorteil am Rizinusöl ist ja gerade, dass es wirklich nicht viel Geld kostet, ja? Also, das ist ja, wenn man es mal so sagen darf, schon sehr preiswert. Demnach kann ich auf jeden Fall empfehlen, es mal auszuprobieren. In meinen Augen also durchaus eine, ja, Förderung für den gesunden Haarwachstum. Meine Ansichten zum Produkt. Wenn dir dieses Ratgebervideo geholfen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Rizinusöl werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir gerne einmal anschauen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen sonnigen Tag und hoffe, dass du bald wieder eine volle Haarpracht genießen kannst. Alles Gute, ciao.